Auch im 21. Jahrhundert kämpfen sexuelle Minderheiten für gesetzliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung. Unter dem englischen Kürzel LGBTI fasst man Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und intersexuelle Menschen zusammen. In der Entwicklungszusammenarbeit werden die Bedürfnisse dieser Gruppe oft zu wenig berücksichtigt. Lange Zeit hat man gedacht, dass das Subjekt der Menschenrechte heterosexuell ist. Man hat übrigens zeitweise auch gedacht, dass das alles Männer sind. Und Stück für Stück in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten ist klar geworden, nicht nur Männer haben Rechte, sondern Frauen selbstverständlich auch. Und das Subjekt der Menschenrechte ist nicht mehr automatisch heterosexuell. Es kann eben auch lesbisch, homosexuell oder in irgendeiner Form bisexuell sein. Und vor diesem Hintergrund arbeiten wir eigentlich. Es ist einerseits klar, dass alle Menschenrechte für alle gelten und dass man nicht sagen kann, weil mir irgendwie nicht passt, wie du lebst, bekommst du jetzt keine Menschenrechte. Das ist nicht der Witz der Sache. Andererseits ist es den meisten eben überhaupt nicht klar, was es eben bedeutet, wenn man immer nur mit der Schablone arbeitet, ein Mensch ist heterosexuell und hat eine bestimmte Lebensform und hat bestimmte Lebensumstände. Und wir müssen daran arbeiten und sagen, wieso betrifft beispielsweise die Versorgung mit Essen oder Trinken Lesben und Schwule manchmal anders als andere Menschen. Das leuchtet ja nicht sofort ein, aber beispielsweise als es nach der Naturkatastrophe in Haiti darum ging, Essen und Trinken an die Menschen zu verteilen, war das so gemacht worden, dass jeweils die weiblichen Haushaltsvorstände das Essen bekamen. Und was macht man jetzt mit den schwulen Paaren oder mit den Transgender-Paaren? Die sind dann rausgeschoben worden aus diesen Schlangen. Also die haben natürlich in der Situation auch nochmal ganz deutlich gemerkt, wir gehören nicht dazu. Und solche Situationen muss man eben vermeiden. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir immer auch diese Vernetzung und den Informationsfluss gewährleisten, weil hier in Deutschland kann man oft nicht sehen, was eine gut gemeinte Maßnahme möglicherweise für negative Konsequenzen hat. Die Hirschfeld-Eddy-Stiftung hat ja in Zusammenarbeit mit ILGA so eine Karte erstellt. Man sieht, es ist ganz bunt. Manche Sachen sind eher grün, manche sind eher rot. Ich kann schon verraten, rot sind die Verfolgerstaaten und da, wo es Lesben und Schwulen nicht so gut geht. Und grün ist eher, je grüner, desto besser ist das Ganze. Im Großen und Ganzen muss man drei Gruppen von Ländern unterscheiden. Einmal die Verfolgerstaaten, das heißt also da, wo Homosexualität strafbar ist und auch aktiv verfolgt wird. Dann der Bereich der Staaten, die eher indifferent sind, in denen nicht richtig was passiert. Was aber meistens bedeutet, dass Lesben und Schwule da auch nicht gerade ein besonders gutes Leben haben. Eben einfach nur, dass es keine strafrechtliche Verfolgung gibt, aber eben auch nichts Positives, keine Antidiskriminierungsgesetze, kein Gesetz zur Lebenspartnerschaft und so weiter. Und dann die eher fortschrittlichen Staaten, in denen eben beispielsweise die Ehe geöffnet ist oder es eine zivile Partnerschaft gibt, wie in Deutschland, oder es sogar Antidiskriminierungsgesetze gibt und aktiv auch eine Unterstützung der Antidiskriminierungskultur und gegen Ausgrenzung von Lesben, Schwulen, Transgender und Intersexuellen vorgegangen wird. Kamerun gehört zu den Verfolgerstaaten. Homosexualität ist hier illegal und wird verfolgt. Die kamerunische Anwältin Alison Kohm setzt sich für die Rechte von Lesben und Schwulen ein. Amnesty International hat sie dafür mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet. C'est une occasion exceptionnelle pour moi et en même temps l'aboutissement d'une étape, la première et la consécration du succès quand même de cette étape qui nous a permis aujourd'hui au Cameroun de mettre le sujet homosexuel sur la table et sur le débat national. Parce que avant, c'était un sujet extrêmement tabou. Les homosexuels devaient être condamnés à souffrir en silence, à être mis en prison sous le silence complet et se taire, se cacher, échapper même échapper au message de prévention sur ce fléau qu'était le sida et qui commençait à décimer des pans entiers de la communauté camerounaise et en même temps qu'on les accusait, eux, d'être responsables de ce fléau. Donc il fallait qu'on mette ce sujet-là sur la table et qu'on en débatte. Et aussi, surtout, d'avoir l'occasion de poser la bonne question aussi bien aux familles qu'à l'État, à savoir, voilà,
nous envoyons nos enfants faire des études à l'étranger. Ils font leurs études dans des pays libres, démocratiques, où toutes les orientations sexuelles s'expriment à égalité, librement. Parfois, les enfants découvrent leur propre homosexualité là-bas. Ça ne leur pose aucun problème. Ils arrivent à avoir leur diplôme. Et maintenant, s'ils veulent rentrer chez eux, après le sacrifice financier que la famille a conçu, parfois l'État, puisqu'il donne des bourses, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, restez là-bas, ne venez pas contribuer au développement de votre pays, parce que vous êtes des criminels, a priori, vous n'avez qu'une place au Cameroun, chez vous, c'est la prison. In Kamerun diskriminiert vor allem der Staat durch Gesetze. In Namibia gibt es zwar ein Antidiskriminierungsgesetz, gerade lesbische Frauen sehen sich hier aber mit gesellschaftlicher Ausgrenzung und Stigmatisierung konfrontiert. I'm Elisabeth Kachas, I'm a feminist lesbian activist from Namibia. We are visiting Berlin to launch together with one of our donors, Sodi, the photography exhibition that was produced in Namibia, which we are now bringing to Berlin to share with people of Berlin, the city of Berlin. We have trained young women in photography skills as a part of looking at ourselves as lesbian women, as young lesbian women, and to understand the forces that are impacting on our lives, to see what are the factors such as homophobia that are having an influence on the lives of young women in Namibia, but also to build resilience, power within ourselves to withstand some of these issues. So we have taken photos of ourselves to say, how do we see in a new way who we are as human beings, as lesbian young women, away from the way that the world has constructed us as nothing in the eyes, as people who do not have rights. So with this photography exhibition, we wanted to bring a different message to ourselves and to the world, saying we are human beings, we have rights, we have integrity, we have the right to love who we want, we have choices. I think one main challenge for lesbian women is the issue of invisibility, that we are not seen in our communities, seen in our country as people who have got their own ways of living, to be seen as human beings who are participating in the country and recognized as these are lesbian people, these are lesbian women. They have their own lives, they have their own cultures. These are the ways in which they are seeing the world, and we as people can share in that, okay? I think that's one issue around invisibility of our lives, yeah. Auch in Berlin kann man sich für die Rechte von LGBTI einsetzen. Queer Amnesty ist eine Untergruppe von Amnesty International, und wir beschäftigen uns unter verschiedenen Themen, die über Queer und Homosexualität geht, in verschiedenen Ländern, und wir haben auch verschiedene Aktionen. What does Queer Amnesty do? Well, there's lots of things. Its basic need or basic work is involved in trying to make people aware of the problems of gays, lesbians, transsexuals, intersexual and bisexuals. Make the people aware of the problems which these people have because of the way the others behave. Ja, im Iran, Homosexualität wurde einfach enorm erstmal ignoriert. Und natürlich ist es auch sehr schwierig für die Homosexuellen, wenn die erwischt werden von dem Staat. Und im Endeffekt, im Iran gibt es Todesstrafe für die Homosexuellen. Und da wollte ich immer mit einer internationalen Organisation, der auch sich mit dem Thema beschäftigt, auch kooperieren. Aber ich hatte leider da keine Möglichkeiten. Und als ich hier kam, ich hatte auch als Asylbewerber
viel Unterstützung von der Amnesty International auch bekommen. Und dann war es auch mir sehr wichtig, dass ich mit so einer Organisation ein Engagement zu haben und was mit dem, also mich mit dem Thema auch beschäftigt, weil es ist auch immer mein Thema, es war immer auch mein Thema. Und wenn ich auch über die Situation im Iran zum Beispiel für die Homosexuellen auch denken, ich denke, dass als jemand, der auch da mal war, man braucht immer diese Unterstützung auch von anderen Ländern, wo das Thema so ein bisschen freier gesprochen werden kann. Es ist wichtig, dass sich Deutschland für ein offenes und sehr unbürokratisches Asylrecht einsetzt. Wir müssen die Lesben und Schwulen und Transgender, die verfolgt werden, hier auch mit offenen Armen empfangen. We would like to ask you to give us your support. Dieses Asylrecht ist vor allem für jene Menschen wichtig, die von den Gesetzesverschärfungen in Nigeria und Uganda bedroht werden. Viele von ihnen müssen deshalb aus ihren Heimatländern fliehen. Bei uns wollen sie auf ihre Situation aufmerksam machen. I do really appreciate what's going on here. I appreciate the government for everything and the support they are giving us. But we asylum seekers, we have only one problem. We come here and they take long to work on our asylum procedures. I don't know, or maybe they don't believe us, or they don't take us serious, or what, because I've been here for 1 year. But I've never even gone for interview. They don't know why I'm here. Was kann man tun? Das ist mal die große Frage. Und zuerst denkt man, man sollte vielleicht, oder manche Leute denken so, man muss die Entwicklungsländer so behandeln wie Kinder, denen man plötzlich das Taschengeld streicht. Aber das ist irgendwie der völlig falsche Ansatz. Wir müssen davon ausgehen, dass Lesben und Schwule, Transsexuelle in diesen Ländern mit extremen Armutsproblemen zu kämpfen haben. Das heißt, es sind Menschen, die soziale Leistungen in Anspruch nehmen müssen. Und diese sozialen Leistungen werden in der Regel über Entwicklungshilfe finanziert. Und deshalb ist das so immens wichtig, diese Entwicklungshilfe nicht einfach einzufrieren. Der zweite Punkt ist, wenn man das so großartig öffentlich macht, was Politikerinnen und Politiker und Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland zufriedenstellt, wir streichen die Entwicklungshilfe, dann bedeutet das für die Frauen und Männer vor Ort, dass da auch deren Politiker wieder auf sie zeigen und sagen, ihr seid schuld, dass wir jetzt keine Entwicklungshilfe mehr bekommen. Und man muss natürlich auch die Wirtschaft fordern. Auch das sagen die Lesben und Schwulen aus den Ländern immer wieder. Da gibt es viele internationale Konzerne, Unternehmen, auch aus Deutschland, die in unseren Ländern arbeiten. Und die müssen auch Flagge zeigen, die müssen auch klar sagen, bei uns sind Lesben und Schwule willkommen. Und da darf man irgendwie nicht aus kapitalistischem Interesse heraus die anderen im Stich lassen. Il faut qu'on continue, ensemble. C'est pour ça que je remercie. Ce prix va beaucoup aider. Il a commencé déjà, je sens. Il a commencé. J'aimerais tellement que ces jeunes viennent au Cameroun. Rencontrer les jeunes de chez moi, leur donner de l'énergie, du courage, pour leur dire, vous n'avez pas à rougir d'être ce que vous êtes. Les homosexuels sont des êtres humains comme les autres. Ils ont une contribution immense dans l'histoire de l'humanité. Ils continueront, et ça sera vous, ça sera nous, par ce que nous faisons aujourd'hui, ensemble, pour l'humanité. Et que ce n'est pas un problème des jeunes d'un coin contre les jeunes de l'autre. C'est les jeunes, c'est vous.